figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Steel Rising. Ja, meine Freunde, momentan kommen die, ja, Folgen fast täglich, seit etwa einer Woche oder so. Freut euch drauf momentan. Ich habe gerade genug Zeit gehabt, ein bisschen vor zu produzieren und ja, let's go. Steigen wir in die Kutsche ein. Die pferdelose Kutsche. Das kann man gut als Thumbnail benutzen. So, was? Jetzt habe ich Reisen. An diesem 24. Tag des Junis 1789 um 11 Uhr vormittags, mein lieber Eugen, sagen Sie mir bitte, was es mit dieser Katastrophe auf sich hat. Direkt unter meinem Fenster töten Ihre Maschinen alles, was Sie sehen, und die Luft ist schwer von den Schreien sterbender Unschuldiger. Haben Sie die Kontrolle über Ihre Erfindung verloren? Hat der König Sie gezwungen, dieses Blutbad anzurichten? Ich bitte Sie, meinen Freund, schreiben Sie mir umgehend an mein Stadthaus im Quartier Saint-Eustache. Oder wie man. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Was soll ich mit dem? What the fuck? Und wo muss ich jetzt hin? Ich bin hier. Aha. Eigentlich muss Mons der Mirabeau befragen, sein Stadthaus befindet sich im Quartier des Saint-Eustache, nicht weit von den Tuilerien. Okay. Okay. Jetzt haben wir das Reisen freigeschaltet. Einmal lassen wir das so. Wir wollen natürlich das einmal miterleben. Sehr gut. Das nächste Mal skippe ich die Scheiße. Aber so einmal, da muss es. Genau wie bei jedem Bossfight. Na. Zumal aber hier noch nie eigentlich Cutscenes vorhanden waren. What the fuck? Wo sind wir hier? Kenn ich das? Ah, da sind wir. Nee. Hä? Oder. Nee. Wo sind wir hier? Hä? Wow, wow, wow. Was ist das denn, ey? Übertreibt eure Lage nicht. So, wir gucken uns das hier mal an. Blitzresistenzmodul. Ah, ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ein Blitzresistenzmodul. Vor allen Dingen, wenn wir hier Leute haben, die mit Blitzen rumhantieren.
Darüber komme ich nie und nimmer, ey. Hörst du mit einer Ausstattung oder so? Ja, dann könnte ich eventuell dahin kommen. Da habe ich sowieso noch ein Item vergessen. Na. No. So. Easy. Wo geht's jetzt lang? Und falls ihr irgendwie alles verfolgen wollt, ich habe natürlich alles in der Playlist verlinkt. Na. No. Manchmal geht es ein paar Tage, bis ich es in der Playlist habe mittlerweile, weil ich halt wirklich viel zu tun habe. What the fuck? Nee. Hier haben sie wirklich Elektroscheiße. Und die sind an sich robuster, wie es ausschaut. Und können mehr blocken. Ah, nicht du. Hast du auch noch Elektroscheiß? Sag nicht, dass du das hast. Wieder ein normaler Gegner. Heiligsblechle. Voilà. Oh yeah, zum Glück habe ich den anderen zuerst angelockt. Blitzgranate, okay. Boom. Ach so, Kryo-Modul, ne? Geh weg, Freundchen. Nicht mit mir.
Na bitte. Hatten wir vorhin schon so viele Seelen? Oh. Dich habe ich ja komplett nicht gesehen. So, Alchemie-Schutzmodul. Die Frage, wo gehe ich hier lang? Ach so, hier konntest du gar nicht lang. Ja gut, dann bin ich auf dem richtigen Weg, ne? Jetzt bin ich gespannt, wer kommt denn jetzt hier? Hier kommst du einfach von der Seite, okay. Wer will noch? Na komm schon, wird langsam langweilig. Ach, du willst es. Au! Au! Ich weiß gar nicht, was dieses Blitzgedingse macht, ob es mich in meiner Bewegung hindert oder so, ob ich mehr Ausdauer verbrauche. Oh Gott. Der wieder. Den hätte ich wenigstens schon weg, das finde ich sehr gut. Du bist mittlerweile easy. Oh nee, das war zu früh. Wenn ich natürlich zu früh angreife, na, dann bringt mir alles nichts. Seht ihr, das meinte ich. So, seht ihr, was ich meine? Einfach richtig angreifen, dann klappt das Ganze schon. Ach, direkt zwei von euch, ja, nee. Da ziehe ich ja gar nicht ein. Das sehe ich ja gar nicht ein. Zwei von euch zu catchen. Eigentlich hier hinten. Ah. Okay.
Hey, du willst mich verarschen, wa? Aha. Viel zu lasch, Bruder. Modulschlüssel im weiteren. Nehmen wir ganz gerne an. So. Und jetzt wäre ich froh für, na, ihr wisst, Leuchtfeuer so. Oder zumindest ein Shortcut. Das wär ein richtig nicer Try. Aber Shortcut nicht für uns. Quartier du Louvre. Ah, doch. Whose home is built on a hill in the area. Juckt mich nicht, wo was steht. Ich will jetzt einfach leveln und abgehen hier. Genau. Jetzt reicht's nicht mal. Moment. Das können wir so nicht stehen lassen. Ich glaube, das sollte reichen, ne? Oder wie viel brauche ich? 3, 4. So, danach hätten wir die Sache richtig eingetütet. Jetzt gucken wir noch weiter. Sind wieder maxed. Nee, neuer Gegnertyp. Bro. Kann ich den von hinten killen? Oh, das tat weh. Oh, das tat weh. Ja, das tat mehr als weh. Ich bin gerade so froh, dass das geklappt hat. Ohne Scheiß jetzt. Was ist denn da hinten? Von der anderen Seite gibt es auf jeden Fall noch ein Item, was wir unbedingt mitnehmen sollten.
Aha. Of harming you. The Royal Automats are my only enemies. Par du Lissin! You were sent by heaven above. Have you watched these machines? Yes, I had a front row seat. A swarm of ferocious beasts who cleared the way for a creature I have a nightmare. It was the Grim Reaper, madame. Death itself. Nothing and no one was spared. I was spellbound and horrified by its dance of death. If by misfortune you find yourself in its presence, do not let it leap in your direction. Those who suffered its lightning attack did not survive. None of them, without exception. Come now, if you claim to want to destroy these automats, it's time to get going. You must stop them from advancing. Okay. Ich warte jetzt kurz, weil ich weiß nicht, wo der hingeht. Und den würde ich ganz gerne hier unten vernichten. Oh Gott, jetzt haben wir ein Problem. Ja, es juckt ihn halt nicht, ne? Und der kommt hier auch noch durch. Du bist doch nicht gebietsgebunden. Au. Oh. Das war's komplett. Nicht ihr. Und dann noch drei Stück von euch, oder was? Ach, die sind gebietsgebunden, oder was? Da erstes weg. Ich glaub's ja nicht. Da machen die das auch, wie die lustig sind, ne? Manche sind gebietsgebunden, andere gar nicht. Finde ich ehrlich gesagt zum Kotzen. Da geht's sicher auch noch lang. Nö. Ah, da macht man Türen auf, okay. Das sind dann die Shortcuts. Zumindest in dem Gebiet. Ja, genau.
kommt der nächste Höllen-Johnny. Ha. Alles klar. Die gibt's jetzt überall. Aber das sind die Standardgegner von vorher mit den Sperren, nur halt jetzt mit Schild. Ob ich das jetzt so gut finden will, sei dahergestellt, also sei dahingestellt. Ja. Hä? Game over, Bruder. Sorry. No chance against me. Ach, du bist der Sack. Dich gibt's also auch noch. Au. Alles klar. Einfach nicht jucken lassen, ne? Au. So. Von, also die anderen Gegner sind gleich, also vergleichsweise direkt geschmeidig gewesen. Also muss ich ganz ehrlich gestehen. Chin up, old man. Bite down on this strip of leather. I'm going to take a closer look at your wound. Darf ich mal reinkommen? Oh, it's more serious than I thought. You have to hang in there, all right? You mustn't fall asleep. No. I'm losing him. Is there any way I can help you? Send you an automat. What can I expect from you other than the cruel fate that your fellow monsters reserve for patriots? Fear from me, monsieur. Honestly, I don't have much of a choice. I have to take you at your word and ask for your help. I have with me a fighter who has lost his leg. He's already lost a lot of blood. If in the hour, I doubt he will survive. Unfortunately, I do not have any surgical tools with me. Would you be so kind as to find me something I can use to save this brave man? I can't do anything until I have the right equipment. Equipment suchen. Keine Ahnung, ob ich das finde.
Ah, das sind dann da, wo die Hunde waren. Gut, dann hätten wir das auf jeden Fall auch erledigt. Wir wissen jetzt, wo wir sind. Wir haben uns Herr über unsere Lage gemacht, so. Und jetzt geht's hier weiter. Da. Hier geht's weiter, ne? Da oben hin sind wir wenigstens gekommen. Na gut, das war das. Dann geht's jetzt hier lang. Au, 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 au. Wow, ich konnte nichts tun. Und ich war irgendwie in einer Kameraansicht vergriffen, die mir gerade nicht viel gebracht hat, ne? Ach du Scheiße. Sorry, Bro. Au. Jetzt heißt's rennen. Ich brauche doch einfach nur eine Verschnaufspause. Dankeschön. Das wäre eine gewesen, eine Verschnaufspause. Heiligsblechle, die wollen mich doch verarschen. Wie viel haben wir? Ein Gusseisen. Ja, ich würde ganz gerne eigentlich Säbel und Fauchhorn upgraden. Problem ist. Oh, 3000. Ja, nee, Problem ist halt einfach, wenn ich das jetzt nicht mache. Na, wenn ich das jetzt mache, habe ich eventuell ein Problem. Das Tor ist verschlossen. Ich krieg zu viel. Egal. Wir kümmern uns jetzt zuerst einmal um die da unten. So. Gut.
Hier kann man ihn wenigstens festdacken. Au. Jetzt können wir uns dann noch in Ruhe hier umsehen. Das finde ich doch schnieke. Aber ich hatte jetzt keine ruhige Minute mehr gerade. Ja, jetzt juckt es mich auch nicht, weil ich weiß, wo mein Leuchtfeuer ist, ne? Gusseisen. Das macht es halt ungemein besser. Woher komme ich eigentlich? Ich da irgendwo runtergecharmt so. Ah ja, hier. Yes. Aber ich hatte gar keine Zeit, mich umzugucken. Also so wirklich gar nicht. Zum Glück sind wir jetzt an einem Punkt. So, wo ich jetzt sogar noch verbessern kann, und zwar meine Waffe, und zwar die Hellebarde. So. Ich hoffe einfach, wir haben genug Bronzebahn später, um noch mehr abzugraden. So, wir haben hier wieder einen Katalysator, wir kriegen jetzt noch einen Trank mehr in die Pötten. Das sieht verdammt so aus wie am Anfang, wo dann auch noch zwei auf uns gewartet haben. Au. Oh. Das wollte ich jetzt so nicht. Ich wollte noch kontrollieren. So, I put it to you that the fact that the society is in need of Monsieur de Mirabeau. The demon can speak? Speak then. Has my time come? I do not know. My life is in your hands. It's not worth much. Do what you will with it. I seek Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. And you think you'll find him here, in my quarters? Tell me, who is your master? Aren't you one of Cagliostro's creatures? I serve only the Queen. Ah, the Queen. Well then, that's something else altogether. I found this message in Monsieur de Vaucanson's carriage. He didn't receive it. That is most worrying. Eugène and I are old friends. I was hoping he would be able to tell me what the deuce is going on. Of course, I doubt he had a hand in this odious display of force, but he spent years in service to the king and his projects.
Projects whose macabre ends we're only now discovering. Where could Monsieur de Vaucanson have gone? How should I know? The situation is dire out there. Everyone is taking shelter wherever they can. Let me think. I know that he and Monsieur Bailly, the astronomer, are close. Perhaps Monsieur Bailly knows more? Where can he be found? He must have taken refuge in his observatory at the Louvre. Otherwise, I doubt he is still alive. He and his associate Lavoisier, the astronomer and the chemist, they were once the pride of the court, but have fallen out of favor. Too close to the common people, it would seem. It's as if only Vaucanson managed to stay in the king's good graces. Sic transit gloria mundi. Who is this Cagliostro? You feign ignorance. I do not know. Then you should know that Cagliostro is the king's right-hand man. He claims to be a magician, and he is a self-styled count. A charlatan who is more powerful than a minister. Precisely. I've heard the most troubling rumors about him. He's supposedly the one who enabled the king to breathe life into these killing machines that no key need wind. I admit it sounds highly improbable, and I wouldn't believe a word of it if I didn't have proof standing right before my eyes. Now that I think about it, as you can see, my servants have all abandoned me, and I will soon follow their lead. Those poor people hoped to escape the city while there was still time. A dire vrai, I fear I shall never see them alive again. Before she left, the housekeeper gave me this key. It opens the gate that leads to the Louvre, if you are foolhardy enough to attempt it. I found a note written by Eugène de Vaucanson. He mentions the death of the Dauphin at Meudon. What happened that night? How should I know? The child passed away at Meudon. I was in Versailles. Besides the king and Monsieur de Vaucanson, who else witnessed these events? Well, if they followed protocol, Monsieur Le Monnier, the first physician to the king, he must have performed the autopsy on the child. Where can I find him? He lives in Versailles, near the chateau. But he has a practice here in Paris, on Rue Saint-Thomas d'Enfer, in the Quartier Saint-André des Arts. Eugène de Vaucanson told you nothing. The only thing he was willing to tell me was that something terrible had happened, and that the circumstances leading to the Dauphin's death were not exactly as described. One thing for certain is that he was extremely upset about what happened, so much so that he refused to spend a single day more in the king's service. But he has apparently changed his mind. Das ist so richtig mal ein cooles Ding, ey. So, jetzt gehen wir mal ums Haus. Das habe ich nämlich kommen sehen, dass da hinter dem Haus noch was ist. Bäder, Hellebade. Das meinte ich mit, vielleicht kommt noch eine bessere Waffe. Ausrüstung. Müsste ich erstmal austesten. Aber ist zumindest stärker als Säbelfauchern.
Jetzt sollte man hier durchkommen. Mit dem Schlüssel. Das ist doch wunderbar. Ja, und bald werden wir sowieso wieder aufhören, aber ich wollte einfach noch. Komm, hau zu. Boom. Das war noch nicht mal meine richtige Waffe. Und die hat den ordentlich aus dem Leben gebumst. Hey, also, das lasse ich nicht zu, ey. Nee. Junge. Ich meine, mehr als nah ran kann ich ja nicht gehen. Kannst du jetzt deine Runden wieder drehen? Wäre so ziemlich cool. Ja, versuchen wir es mal auf die obligatorische Art und Weise. Okay. Direkt bestrafen. Direkt bestrafen. Direkt bestrafen. Immer warten auf den Gegner. Direkt bestrafen. Direkt bestrafen. Hey, die Gegner kann man hier so hässlich bestrafen. Also das ist ja grauselig. So. Bye bye. No damage. Für diesen Mini-Boss. Au. Wer war das denn? Du warst das. Ich habe dich ja gar nicht kommen sehen. Au. Au. Ja, ich glaube, langsam könnte ich den ganzen Boss komplett zu hageln. Hä? Aber müssen wir überhaupt da lang? Aber das ist der einzige Ausweg. Anscheinend sind wir auch richtig. Monsieur Balsamon, wir bitten Sie erneut, nicht mitten in der Nacht irgendwelchen rätselhaften
Tätigkeit nachzugehen. Was auch der Ursprung sein mag, der von ihnen erzeugte Lärm stört die Ruhe der Nachbarschaft. Sollte es so weitergehen, sind wir gezwungen, die Angelegenheit bei den Behörden des Châtelet vorzubringen. Wir haben sie gewarnt, die Einwohner des Viertels. So. Jo. Lass doch den Mann. That makes no sense. No, of course not. But how could Monsieur Balsamo make these machines obey him? Mm-hmm. Monsieur Balsamo, you say? De Jesu! An automat right on our doorstep! Malheur! We are lost! Do not fear. I am not like the other machines. A la bonne heure. This one speaks and thinks, at least. We'd better stay on our guard. So you saw this Monsieur Balsamo giving orders to the machines? Bien sûr. I saw him walk through the gate to his workshop, just a few paces from here, accompanied by a dozen automats. They made no move to attack him. Oh no, bien au contraire, they were acting like his bodyguards. Gute Info. Beim nächsten Speicherpunkt hören wir auf. Sonst hätten wir jetzt den auch noch gehabt. Ja. Oh, sogar drei Stück. Au. Zum Glück, Mann. Ohne Scheiß habe ich so eine Range-Waffe, ey. Das ist, Nemesis-Fächer, boah, nun. Was will ich mit Fächern? Ohne Scheiß. Außer es ist gut. Dann überlege ich es mir. Wow! What the fuck is going on? Was bist du denn? Also drei Schläge macht er. Diesen Sprung kann ich auch direkt bestrafen. Boom. Ja, das sind so einfache. Na? Auch den kann ich direkt bestrafen. Und boom. Easy. Nee, also wirklich, den habe ich jetzt komplett nicht kommen sehen. Aber cooles Maschinenteil. Ich immer nur die gleiche Scheiße. Da haben wir dann noch ein Feuerbein. Ja, easy. Regeln wir. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Ich bestrafe bei dir alles. Ja, da war ich jetzt nicht schnell.
Und wenn ich da hängen bleibe, ist es auch nicht geil. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus. Boom. Heilen. Bevor ich da noch in die Scheiße reite. Oh. Ah ja, gut, der ist einfach. So, oh, du hast auch einen Dreierschlag drauf. Boom. Boom. Der war auch bye bye. Jetzt nehmen wir den noch hier. Und danach kann ich sowieso gleich noch aufhören, weil meine Kleine nämlich jetzt wach ist. Brauchst du ein Werkzeug? Ja, schön für das Werkzeug. Ich muss jetzt hier irgendwie lang. Mir egal, wie ich da lang komme, aber ich muss da lang. Und ich bitte jetzt darum, nicht so wie vorhin, ne? Kaum gehe ich raus, habe ich das nächste Problem am Arsch. Was ist denn jetzt los? Not even the king can stop the representatives of the people from continuing their work. Wherever its members are gathered, the Assemblée Nationale lives. That is why we swear never to part and to gather wherever circumstances require it until a constitution is established for the kingdom. Come here, mon ami. I salute you. Monsieur, we have just burned our bridges. Nothing and no one can prevent justice from triumphing in this kingdom. Let us not claim victory too soon, Maximilian. And don't forget what we agreed on, if things were to take a turn for the worse. Okay, Porträt, Kohlezeichnung, irgendwie sowas. Aha. Und da kann ich, glaube ich, aufmachen, oder noch nicht? So, jetzt bitte auffüllen, 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 auffüllen. Nein, au, 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 au. Das war vollkommen nicht so gedacht. Das war so gedacht, genau. Dann. Nee, und jetzt bestrafen. Jetzt wieder weg. Jetzt bestrafen, wieder weg. Bestrafen, wieder weg. Bestrafen, töten. Dafür. Alles klar, alles klar. Ich benutze die Special-Fähigkeit von dieser Waffe so wenig, weil ich halt eher nicht der Schussmensch bin. Ach so, ich muss dann da rein. Ja, angezeigt wird's mir nicht, ne? Ah, jetzt.
Eine Minute später oder so. Ja, und langsam wäre ich wieder bereit für einen Checkpoint. Ui. Ich bin so dumm. Oh. Glaub's ja nicht. Zuerst mal habe ich mich verdrückt und dann hat er mir noch Schaden reingezimmert. Das wird so unschön. Ah, nee, jetzt, es wird sogar sehr schön, weil ich hier beenden kann. Was für eine schöne Chose, ey. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und jetzt können wir noch kurz bei der Boutique vorbeigucken. Denn wir können vielleicht bessere Sachen kaufen. Franklin Clown. Ah, das sind die, die die anderen immer verwenden, ne? La Perus Rad, okay. Und dann haben wir, das ist aber auch schon richtig stark. Dreifachangriff. Blitzerzeugung, Streit. Das ist ja mal richtig fett. Das ist halt ein schweres Ding, ne? Module. Dann Materialien. Zwei Schlüssel habe ich. Schnellzugriffskacke da, ne? Verbesserungen. Modulplätze. Nur ein, leider, zurzeit. Jetzt hätte ich da wieder was. Ja, ist jetzt halt die Frage, was man machen möchte. Weil das Ding wäre auf Level 2 schon fast auf dem Niveau, ne? Ist jetzt halt die Frage, ob du das wirklich machen möchtest, zwei Hellebarden. Weil ich möchte dann später noch ein, also wirklich noch auf Parieren gehen. Aber mal gucken. Ich gebe jetzt da noch mal kurz ein bisschen Stoff zum Upgraden, weil ich renne hier nicht ganz so gerne rum mit so viel Stuff. Wegen... Alles klar. Die wollen mich komplett verarschen, wa? So, Dankeschön. So, voilà. Auf Level 8 mit dem Angriff. Ein Meeresangriff brauchst du eigentlich nicht. Ach, hey, ist das schön. Das Problem ist aber immer noch, wir haben jetzt noch eine Nebenmission, wo wir Werkzeug brauchen, um dem Arzt zu helfen. Das wird noch lustig. Und dann muss ich da wieder komplett durch die Walachei durchrennen und ich weiß nicht mal genau mehr, was war. Muss ich mir dann wieder aus dem Arsch leiern, wo genau ich hin musste oder wo das war. So, ja. Vielen Dank fürs Zugucken, meine Freunde. Nach wieder einer Stunde auf jeden Fall nice Geschichte. Tüdelü. Look like I'm losing. Won't bother hiding my